So Leute, jetzt zum Metz TV. Was natürlich wieder schön ist, man kann so eine Schraubenzieher verwenden. Nein, das ist nicht schön. Aber ändern kann man es nicht. So, das ist der Fuß. Glas. So sieht er auf der anderen Seite aus. Ich habe da ein Bild gelesen. Glas, Glas, ich mag kein Glas. Weil ich noch viel weniger mag, mit solchen Schraubenziehern zu arbeiten. Naja. Kann ja mal schauen, vielleicht habe ich bei denen dann Möglichkeiten im Bild. Nicht der Beste. Der ist zu groß. Der ist so ungefähr gut. Das Problem ist, mit den Bits komme ich nicht hier rein. Sondern nur hier oben rauf. Echt hier? Ich konnte ja wahrscheinlich. Hier komme ich nicht rein. Na. Die Bits bringen mir wieder mal nichts. Naja. Vorteil ist, so ein Schraubenzieher kriegt man auch mal leicht in die Hosentasche und das auch mal ein bisschen Videoabwechslung, wenn es mal nicht ganz so schnell geht. So, jetzt kann ich ja mal was probieren. Funktioniert das? Nein, es ist zu breit. Schau. Dann hole ich mal was für die Schlitzschrauben. So, ich habe einen kleinen Trick für die Schrauben. Den tue ich mit dem Schlüssel. Und da hier die ziemlich gut gerandet sind, kann man die dann, wenn man sie gelockert hat, so machen. Aber wirklich, Alter, die ist aber richtig fest. Habe ich noch einen anderen Schlüssel? Ich will ja nicht, dass er abbricht. Das wäre ja ziemlich blöd. Der hier sieht dünn aus. So, kann man sicher gut sehen. Pro TVs gibt es zwei solche. Ich hatte ja letztens erst so einen, deshalb habe ich zweimal zwei. So viel zum Thema dazu. Schön, dass ein kleiner Tasche lassen. So, jetzt die hintersten vier Schrauben noch und dann kann man es abnehmen.
Leider haben sie hier keinen Philips Herzkopf verbaut. Jetzt lassen wir die Farbe noch verbunden. Für was ist eigentlich das Teil da? Ich sehe gar keinen Sinn hier drin. Na egal. So, wo fange ich jetzt am besten an? Wir haben wieder Kreuzschrauben. Ist das asozial? Das muss ich euch mal zeigen. Das ist richtig asozial. Hier ist eine Torx. Und ein paar Zentimeter weiter haben wir Kreuz. Wer denkt sich sowas aus? Wer ist so dumm? Wollen mich eigentlich ärgern? Die Firma? Also, wenn man wenigstens unter Torx geblieben wäre. Da kannst du ja alle 5 Sekunden Schraubenzieher wechseln. Was ist das für ein Torx? Philips Headscores. Der Zähler. Also bis jetzt 3 Schraubenzieher. Verschiedene. 2 Torx, 1 Kreuz. Ja, um das hier wieder abzumachen, brauche ich ja sowieso keine Ahnung was. Das ist ja wieder Katastrophe hier. Ich hasse diese verdammten Schrauben, die es auch immer beim PC gibt. Ich habe nicht das passende Werkzeug für sowas. Das da habe ich die Schrauben übersehen. Das gibt's doch gar nicht. Naja, wenigstens kann man die Kontakte relativ leicht abstecken. So, damit man auch besser was in der Kamera sieht. So, wo geht's hier weiter? Wo geht's hier weiter, 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 weiter.
noch eine Schraube. Oh Gott, gut versteckt. Aber wenigstens lässt sich leicht lösen. Hier sind noch zwei Schrauben, aber sind die besser? Müssen die auch ab? Oder ist das total sinnlos? Feines Gewinde. Wenn er sich die Schrauben mal anschaut. Ich hoffe, man kann es so halbwegs erkennen, die Schrauben mit Gewinde. So, bleib doch mal. Okay, jetzt habe ich es auch verstanden, so ein bisschen. Bisschen so. Ich war mir vor, ein bisschen das alles. Okay. Erinnert irgendwie so ein bisschen an eine Grafikkarte. Fängt den an. Kontakten. Das ist mal von der anderen Seite. Diese grausamen PC-Schrauben. Ich hoffe, in ein paar Jahren sind da andere Schrauben oder ein komplett anderer Anschluss. Das kriegt man so nicht raus, oder? So kriegt man das raus. Schönes Aluminium. Hier ist noch ein Anschluss versteckt. Schau, wollte nicht raus. Der zweite Teil von meinem Board. Sieht auch gar nicht so schlecht aus mit denen hier. Und relativ stabil ist auch noch. Oh naja, letztes Jahr relativ teuer gewesen, ne? Muss man auch dazu sagen. Deshalb ist hier auch sehr viel Aluminium drin eingebaut. Sind 2-3 Kilo.
habe. So, egal, ob ich das schon was oder nicht. Mehr wird nicht gezeigt. Wenn man jetzt wieder vorsichtig sein mit anfassen, könnt ihr noch Strom drauf sein. Wäre ja nicht das erste Mal, ich ein paar Gewicht bekomme. Auf dem Powerboard. Schon wieder Schraubenzieher wechseln. Wo ist ein anderer Bit drin? Der muss es sein. Ach komm schon, das ist doch nicht jetzt. Eieiei. Ein Bit schon wieder wechseln. Na, wir sind ja immer noch bei 3 Bits, die ich insgesamt bisher brauche. Haben die wirklich so auch festgemacht, ich glaube ich bin. Hey, habe ich das noch nicht losgemacht? Ah, jetzt. Ja, aber warum kann ich das hier nicht rausziehen? Ah, jetzt kann ich es rausziehen, das Plastikteil. Schön wieder Aluminium. So, jetzt weiß ich, was ich verschrauben entfernen muss. So, Bild wieder wechseln. Kann ich die Klammer eigentlich auch? Ja. Wieder Aluminium. Und so hier die beiden reindrücken. Dann rausziehen. So, ich krieg uns raus. Das geht einfach. Zumindest relativ. Schöne Aluminiumplatte. Also wer für einen PC einen neuen Kühlkörper braucht? So, weitere lange Kabel. Die
Kontakte gehen wenigstens schön einfach raus. Okay, der Kontakt vom Lautsprecher will irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Okay, sehr magnetisch. Die sehen ja eigentlich fast schon neuer aus als die, die ich letztens hatte von der Sorte, die Lautsprecher. Mehr will es nicht gehen. Warum sind die Kontakte auch manchmal so fest? Bis jetzt gefallen die Kontakte von Sony am besten. Bin ich eigentlich noch im Video hier, ne? Jo, man sieht nicht. Zumindest doch nicht mehr so. Zweite Lautsprecher. Ich schätze mal so ca. 15 Watt wird er haben. Pro Stück 15 Watt so ungefähr, wir haben aber 30 Watt. Das klingt realistisch. So, die Lautsprecherkabel. Ein Abstandshalter. So, an und aus. Und halt die richtigen Kabel dazu. Zur Steckdose und zum Mainboard. Oder zum Powerboard. Ich glaube, Powerboard war es eher. Steht die Kabel jetzt noch richtig? Nicht mehr ganz. Das Plastik kann weg. So, noch mehr Kabel, noch mehr Kabel, noch mehr Kabel und noch mehr Anschlüsse. Ja, wieso will das nicht abgehen? Na gut, hier hinten ist noch eine Schraube, aber das kann nicht der Grund sein. Hier sind noch zwei große Schrauben. Also die siehst du ja überhaupt nicht. Du musst schon wieder einen Schraubenzieher wechseln, das gibt's nicht. Wer eine Aluminiumplatte braucht, der braucht bloß den TV auseinanderlegen. Man mehr als genug Aluminium.
Hier gibt es ja leider keine Schraube, also versuche ich es mal rauszuhebeln. Es wehrt sich. Das ist schon mal klar. Ach so. Also mit drei solchen Quetschen hier ist es eingespannt und dann kann man es auch rausnehmen. Natürlich die zwei Quetschen sind hier direkt hinüber. Aber lässt sich nicht vermeiden. So, ich muss mal kurz in Richtung Rettung bringen. Nicht, dass wir dann weg sind. So billig sind die Bits ja nicht. Das ist diesmal wahrscheinlich Stahl oder Blech oder so. So, die Platine fürs Display. Hersteller machen das ja hier unten hin, hier ist noch oben. Auch mal Abwechslung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auch wieder fürs Display. Mein Akku sagt, er will geladen werden. Ja, ich mach noch ein bisschen weiter. Ich glaube nicht, dass ich den komplett auseinandernehmen werde. Weil hier drunter müssen wieder diese Röhrenteile sein. Ach du Scheiße, da hinten ist Schrauben. Na gut, ich lade doch noch mal ein paar Minuten. Bis gleich. So Leute, jetzt noch mal zu den Rest. TV. Oh Mann, schon wieder der falsche Bild. Dickes Aluminium wieder. Schalt mal 2 mm sind das. Schrauben, Schrauben über Schrauben. Schrauben, Schrauben über Schrauben. So, geht weiter mit dem Display. Und wieder Schraubenzieherwechsel. PH1 und 2x Torx. Geil. Also
sind ja bloß 3 Schrauben. Ha. Will ich mal einen Magnet haben? Deshalb auch immer die Schrauben nicht raus. Schön geklipst. Ja, komm schon. So. Mau! Ich brauch was. Schön die Goldkontakte. Schönes Display. Oder ihr gesagt, das Panel, um genau zu sein. Wobei das ja bloß das Glas davon ist. So baue ich das jetzt noch weiter auseinander. Weil ich weiß ja, was mich darunter erwartet. Wisst ihr was, Leute? Ich lasse es dabei. Ich brauche da nicht mehr auseinanderbauen, weil ich weiß sowieso, dass diese Röhren hier drunter sind. Wenn ihr sehen wollt, schaut euch eine andere TVs hier drauf von mir an. Metz verbauten LG Display. So, dann tschüss bis zum nächsten Video.